Nur heute 20% auf alles im Ravenstore bis 20 Uhr dank Black Friday. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung und kauft euch meinen Merch. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute der liebe Eskisch. Santa, tell me. Junge, kannst du. Warum ist das so laut, Alter? Leute, gestern ging bei Tobi ein unglaublich geiles Video online und Tobi hat mir gerade davon erzählt, man kann tatsächlich herausfinden, was auf der Spawninsel sich befindet. Also, beziehungsweise man kann auf die Spawninsel drauf. Also, ich meine, kannst du ja auch, guck mal. Also, ihr seht ja gerade, dass wir auf der Spawninsel drauf sind, aber ich bin immer noch der Meinung, Leute, die Spawninsel ist an sich einfach viel zu langsam. Das soll ja so ein kleiner Militärstützpunkt hier sein, aber irgendwie fehlt da noch ein bisschen was. Deshalb, meine Freunde, wir werden durch einen kleinen, aber geheimen Bug auf die Spawninsel draufkommen. Schaut auf jeden Fall bei Tobi vorbei. Das Video ist ganz oben verlinkt. Wir landen direkt vorne da, wo wir hin müssen, nämlich beim Schiffe-Spiel. Auf den Herausforderungsspielen landen. Ja, da landen wir. Also übrigens, ich habe nicht in meinem Video gezeigt, wie man hochkommt, aber das kann man ja hier machen. Ja gut, dann zeigen und wir ein bisschen das lustig zusammengeschnitten. Aber wir zeigen es einfach hier. Aber schaut unbedingt bei Tobi vorbei. Super. Ja, dann kommst du mal bitte zu dem Holz-Piraten-Schiff-Dingsbums. Du kannst dich jetzt entscheiden, ob du Stahl oder Holz mitnehmen willst, ganz viel. Stahl. Also warum? Von hier oben machen wir. Okay, dann starten wir. Stahl-Minispiel-Schiff. Ja, hallo, ich bin da. Morgen ab 14 Uhr, 12 Stunden Livestream. Geladene Action und viel Spaß und Real Talk von Patrick über seinen gefakten Bann bei Fortnite. Schaltet ein, morgen ab 14 Uhr. Der Plan ist jetzt folgendermaßen. Okay, Wir starten. Kannst du bitte aufhören? Okay, wir starten das Minispiel. Jetzt spawnst du mit mir auf dieser kleinen Insel hier. Okay. Jetzt kaufen wir uns hier an diesem Automaten Stahl, so viel wir wollen. Nicht dieses Grappling Hook, Stahl. Hallo! So viel Stahl, wie wir wollen, kaufen wir uns jetzt hier. Oh, keine Grappling Hook da. Oh, jetzt geht's nicht mehr. Spaß. So, jetzt kommst du mal hierher. Dann bauen wir hier das hier. Und jetzt, mein Freund, jetzt drücken wir Respawn beide. Und dann sterben wir. Und da wir jetzt nicht mehr respawnen, wie geht das? Sollten wir auf Escape und dann auf Respawn anwenden. Okay, es geht nicht. Ah, ich glaube, es war so. Ah, warte. Okay, stellen wir es hier rein. Okay. Dann lassen wir es mal so gelb und jetzt machen wir mal Respawn. Ich bin tot, Tobi. Ich bin gestorben. Also, ich bin auf der Startinsel. Ich auch. Ja, Leute. Herzlich willkommen auf der Startinsel. Ja, das hat ganz gut funktioniert. Wir haben jetzt 5 Minuten Zeit, die Startinsel hier umzubauen. Ihr habt gerade gesehen, wie das funktioniert. Ja, ich wünsche dir viel Spaß. Ich gehe jetzt mal auf. Tobi, warte. Tobi. Eventuell in irgendeiner Weise was anderes nochmal aufnehmen können. Tobi. Oh, ich fahre mit meinem Auto gerade weg. Belastet. Leute, wir sind auf jeden Fall dank dieses kleinen, aber feinen Bugs alleine auf der Startinsel. Ist auf jeden Fall ganz nice, aber jetzt, meine Freunde, kommen wir zu dem, was wir unbedingt machen wollen. Und zwar möchten wir das Ding hier einmal komplett umdesignen, ja? Weil ich bin der Meinung, hier fehlen eine Menge Gebäude. Und ich würde sagen, wir beginnen erstmal hier vorne mit diesen Containern. Denn die stehen irgendwie so alle so durcheinander und sowas. Und wir brauchen ein paar Materialien. Deshalb würde ich sagen, farm ich mir hier vorne erstmal ein bisschen Stahl. Denn ich glaube, Stahl und Steine sind auf jeden Fall hier die Rohstoffe, die wir am besten gebrauchen können, meine Freunde. Ich mach mal den Hangar hier gleich weg, weil so ein kleiner Hangar für den Bus hier, das geht ja gar nicht, ne? Ja, wobei, den finde ich eigentlich ganz schön, aber also. Nee, der gefällt mir gar nicht. Tobi, lass den mal wirklich da. Gut, dann haben wir den Hangar schon mal repariert. Danke dafür, Tobi, auch wenn das gar nicht notwendig gewesen ist. Kannst du mal gucken, Schätzelein, ob wir hier irgendwo Steine bekommen? Ja, Steine wären natürlich jetzt hier echt edel. Steine, hier sind, oh, hier hinten sind Steine, ganz viele. Ja, sehr schön. Das Schöne ist nämlich, dass wir hier auf jeden Fall auch genügend Rohstoffe finden werden, weil, wie gesagt, Leute, auf der Spawninsel ist, wie man, glaube ich, ganz gut sehen kann, genügend Stuff. Aber da. Die Holzhütte hier, die kann man schon wegmachen. Also die Holzhütte, die muss schon abhauen, Digga. Da kommt nämlich dann der F-87-Bomber rein. Das ist nämlich einer von 1998. Den hat damals die NATO in den Kampf gesteuert. Während dem Krieg auch... Nee, lass den auch da stehen. Okay. So, dann bauen wir erstmal, glaube ich, in die Mitte muss erstmal so eine Art Kommandozentrale rein. Weißt du, was ich meine, Digga? Warum schreist du jetzt hier so rum? Also, ich mag Kommandozentralen. Ich würde den eher nach hinten größer machen. Ist ja auch egal, du schaffst das schon irgendwie. Dieser kleine Funk-Lots-Dingsbums-Tower ist ja kacke. Soll ich hier in die Mitte einfach einen fetten nochmal bauen? Ja, den müssen wir auf jeden Fall machen. Also das soll hier, wie gesagt, ein internationaler Flughafenbereich sein, Leute. Oder der IFF. Der was? Internationaler Flughafen. Schön, dass du dabei bist, Tobi. Wie gesagt, echt wertvoll für die Zuschauer an der Stelle. So, Leute, bauen wir hier erstmal, wie gesagt, eine kleine Kommandozentrale, eine kleine Büroeinheit oder sowas, die ja sicherlich sich ganz gut machen würde. Machen wir einmal hier den hier. So, machen wir einmal so. Hier ist dann, wie gesagt, so das Büro des Ganzen. So, Leute, also wie gesagt, wir werden die Dinger natürlich wieder komplett von innen. Ihr kennt ja, wenn wir hier quasi so Masterbuilds machen, wir bauen nicht von innen alles fertig. Aber ich denke mal, ja, so ein bisschen Inneneinrichtung muss schon sein, ne? Das ist schon, glaube ich, ganz wichtig. Nee.
Doch, ist schon, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, dass das hier auf jeden Fall das erste Projekt wird, was es auf YouTube jemals gegeben hat. Ich glaube, noch niemand hat dieser Spawn-Insel ja die Liebe geschenkt, die sie irgendwie benötigt. So, ich glaube, da fehlt einfach noch sehr viel. Und ganz ehrlich, Tobi, findest du nicht auch, Spawn-Insel ist doch das, was uns immer aufs Battle Royale vorbereitet. Weißt du, was uns, ja, die Möglichkeit mein gibt, dass wir dieses Gott. Spiel überhaupt spielen dürfen. So, und da muss man einfach mal ehrlich sein, Leute. Da kann man auch wirklich mal ein bisschen Liebe für zeigen, oder Tobi? Aber die können jetzt auch für die Spawninsel ein Like da lassen und dann in die Kommentare schreiben, Liebe für die Spawninsel. Leute, ihr habt Tobi gehört. Tut das einmal. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr der Spawninsel ein bisschen Liebe zeigt. So, Leute, die erste Basis ist auf jeden Fall schon mal fertig. Finde ich ganz cool geworden, Tobi. Wie findest du das Bürohaus? Das ist schon fertig. Ja, das ist nur ein kleines Büro-Verwaltungsgebäude. Also da ist nicht... Ja. Sieht gut aus. Ich find's gut, jetzt war's nicht heulen. Echt nicht. Jetzt müssen wir noch sowas wie einen großen Terminal eigentlich bauen, weißt du, was ich meine? Ah ja, genau. Und dann auch ein Flugzeug an sich, also das ist ja ein Flughafen, glaube ich. Kann man den Battlebus hier vorne abbauen? Nee, ne? Doch. Man kann ihn abbauen. Alter. Es tut mir leid, lieber Battleboss. Guck mal, der sieht geil so aus. Sieht richtig gut aus, ja. Hast du aber gemacht, wirklich. Ja, ich weiß nicht. Ein bisschen Fenster oder ein bisschen was editieren müsste da noch hin. Aber das krieg ich schon hin. So, was soll ich noch machen? Kannst du weitere Hangars bauen. Guck mal, hier wo die, ich wollte gerade sagen, hier wo die zwei Busse stehen, da, die haben ja noch keine Überdachung, die Armen. Dann machen wir noch was hin, oder? Mensch, da machen wir sowas von was hin. Oh Junge, Flugsätze bauen in Fortnite ist immer noch sau schwierig, finde ich. Heul doch. Ja. Ja, ich heul. Lass mal hier, den Hangar, den kleinen hier, den erweitern wir, den ich schon fast abgerissen habe, zum Terminal. Weil hier hinten den Parkplatz, den braucht man nicht. Da kommt das fette Terminal hin. Ja. Oh, ja, Mann. Tobi, kann ich einmal eine kurze Durchsage von dir bekommen? Boeing 747, die können abheben jetzt. Aber bei ihnen fehlt noch ein bisschen was. Aber hier können schon fliegen, wenn das passt bei ihnen. Was fehlt denn da? Also Räder und Triebwerke und so, also. Räder sind noch hier dran, Triebwerke. Das ist eins dieser neuen Flugzeuge, die fliegen mit Liebe. Dann Boeing 747, wenn sie ein bisschen weiter links starten, dann können sie jetzt auch schon los. Bin jetzt kurz in der Pause, wenn irgendwas ist, rufen sie mich an. Ich hab keinen Führerschein. Boeing 747, stopp. So, hier ist erstmal dieser Bereich, kennst du das am Flughafen, dieser Bereich, wo immer die Autos stehen, wo man quasi mit den Taxen reinfährt? Ah, ja, wo auch die Taxi und die Busse und Ram, weißt du, was ich meine? Genau, das ist nämlich hier, warte. Okay, ich baue Gepäckband. Warte, wie mache ich jetzt ein Gepäckband? Bin so nervös. Ah, ich... Oh, oh. Hast du eine Idee? Ja. Bro, du kannst sagen, was du willst, aber diese Idee übertrifft bisher alles, was ich in meinem ganzen Fortnite-Leben gemacht habe. Guck mal hier den Schalter an und dann guck das Gepäckband an. Oha, Digga. Krank, ja. Krank, ja. So, das hier, warte, das hier ist Security-Check. Hier geht man so durch, das ist doch dieser Nacktscanner, der ist hier. Well, nackt. Boah, Junge, der Tower sieht echt krank aus, Alter, wirklich. Schon, ne? Also, ich finde den oben, der sieht so mächtig aus irgendwie, ne? Das Terminal sieht ganz geil aus tatsächlich. Also Leute, ich muss schon sagen, das sieht aus wie ein funktionierender Flughafen. Das Flugzeug, was ich da gebaut habe, das wird auf jeden Fall niemals fliegen. Aber wir machen First Class, Tobi, okay? Wir machen First Class Roleplay. Also ich bin so ein First Class Passenger und du bist der einzige alles. Mitarbeiter. Entweder du gehst in den Flughafen, dann bin ich Ticket, dann ist auf einmal einer Pilot und der andere ist dann im Tower. Wir müssen immer improvisieren, weißt du, was ich meine? Wir müssen alle Rollen alleine spielen. Was schaffen wir? Aber wir schaffen es. Weil wir sind, meine Damen und Herren, wir sind jetzt am Flughafen. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt am Flughafen auf der Spawninsel angekommen. Hier gleich vorne sehen Sie dann die Gepäckabgabestation. Bitte melden Sie sich hier am zuständigen Schalter. Ich wünsche Ihnen eine schöne Reise. Tupdidu, ich habe eine Waffe im Flughafen. Hallo. Guten Tag, ich hatte einmal... Wieso haben Sie eine Waffe dabei? Ich hatte einmal ein Ticket gebucht. Wieso haben Sie eine Waffe dabei? Ich hatte einmal ein Ticket gebucht nach okay, Spanien. Ich schau mal kurz in meinen Computer. Aber ich... Au, ich brauche einen Sitz mit mehr Beinfreiheit, ich habe Rückenschmerzen. So, ich habe gesehen, Sie sind dann wohl der Herr, ich kann den Namen nicht aussprechen, wie heißen Sie? Martin. Martin, achso, was ein komplizierter Name. Dann legen Sie Ihr Gepäck bitte hierher, auf die... Sie wird auch jetzt nicht jonglieren. Okay. Ihr Flug geht in 10 Minuten. Das ist nicht das übliche Gepäck. Also, ja, Sie können sich so lange oben in der Snackbar was holen oder sowas, Ihr Flug geht in 10 Minuten. Hier ist keine Snackbar. Hallo? 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 Die Hälfte hier ist... Der Flughafen ist nicht fertig, also ich... Hallo, ich bin die Snackbar. Gut, dass ich Bauunternehmer bin. Guten Tag. Wo ist denn hier, also... Ah, warten Sie ganz kurz, der Tresen. Ah ja, genau. Den habe ich natürlich. So. Hallo. Hier, was kriege ich dafür? Boah, da kommen Sie her. Ein Snack vom Allerfeinsten hier. Viel Spaß beim Flug, ich muss auch wieder.
Meine Damen und Herren, der Flug Boeing 747 nach Tilted Towers begibt sich bald in den Luftflug. Wir können nämlich nicht am Boden fliegen. Begeben Sie sich bitte zum Flugzeug. Vielen Dank. Sowas wie ein Gate gibt's hier nicht, also... Wir haben kein Gate, also begeben Sie sich bitte außerhalb vom Flughafen. Hier ist eine Holztreppe für Sie vorbereitet. Ich musste mit dem Flügel einsteigen. Das ist... Wie komme ich ins Flugzeug? Hier ist keine Tür, also ich muss... Wir haben für Sie eine Tür. Hier, das Flugzeug ist offen, also... ich bin rausgefallen. Ja. oh Gott, es geht los. So, einmal bitte die Tickets. Dankeschön. Einmal bitte den Platz 37 hinten in der letzten Reihe, bitte. Ist das hier der Platz, wo ich nicht durchkomme, weil hier so ein komischer Bug ist? Ja, genau, der. Da sitzt schon jemand. Ach so. Das ist reserviert. So, Boeing 747... wir hören Schüsse vom Rumpf des Flugzeugs. Boeing 747, sind Sie startbereit? Roger, Boeing 747, wir sind startbereit, ready for takeoff. Wir an den Passagieren, wieso sind Sie jetzt gerade der Pilot? Also, ach so, dann macht an den Passagieren, jetzt wohl das Flugzeug fliegen. Wir haben keinen Pilot mehr, ich bin hier im Tower zuständig. Ich gebe Ihnen eine Durchsage, sobald Sie den roten Hebel nach vorne drücken sollen, ist das klar? Boeing 747 gecancelt. Es wird heute kein Flug starten. Okay, Leute, also ich glaube, ihr habt begriffen. Oh, Mann. Dieser Flughafen ist auf jeden Fall mehr zur Killer. Ihr seht ihn nochmal ganz das hier von oben, Leute. Ist auf jeden Fall deutlich schöner als zuvor. Und ich glaube, dass so die Spawninsel irgendwann mal aussehen sollte. Kann man nicht anders sagen. Ich finde sie auf jeden Fall sehr geil. Vor allem der Tower von Tobi sieht wirklich richtig krass gut aus. Kann man nicht anders sagen. Mein Flugzeug ist auch okay. Mein Bürogebäude, ach ja, da kann man dran arbeiten. Also alles im Allen auf jeden Fall richtig, richtig nice, Leute. Wie gesagt, ihr habt gesehen, wie man da rüberkommt zur Spawninsel. Schaut euch auf jeden Fall mal selber an. Und ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß. Checkt definitiv das Video von Tobi aus, Leute. Dann bin ich raus. Der Tower stürzt ein! Ich muss pinkeln. Leute, das war's von diesem Video. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.